Moin. Jo, Giveaway-Time. Ja, auch dieses Jahr werde ich ein kleines Weihnachts-Giveaway machen. Und mein Dank geht raus an Messer und Co., an Dirk Wanger. Nämlich, ja, der macht dieses Giveaway erst möglich. Der hat nämlich alle drei Messer hier zur Verfügung gestellt, dass ich die raushauen kann an euch. Ja, sehr, sehr coole Sache. Sich da so zu beteiligen, der Szene so viel Ja, zurückzugeben, finde ich einfach nur cool. Wir haben hier einmal das Sea Eagle mit G10-Griffbeschalung. Das wird ein Preis sein. Ist natürlich neu und unbenutzt. Und dann haben wir in Schwarz das Modell Thor. Ja, die sind alle ganz wunderbar eingestellt. Ja, ebenfalls neu unbenutzt. Wer auch immer die bekommt, der bekommt ein klasse Messer. Und das H9, das Tarkin, ist ebenfalls dabei. Das werden also die drei Preise sein. Die Teilnahme ist ziemlich easy. Ihr müsst 18 Jahre alt sein, das ist die erste Voraussetzung. Und ansonsten habt ihr nur zwei Fragen zu beantworten. Die Antworten natürlich in die Kommentarliste wieder tackern. Ich möchte von euch, nee, machen wir mal drei. Ihr müsst drei Fragen beantworten. Als erstes, welches Messer hattet ihr 2015 am häufigsten Frage dabei? 1. Ich glaube, ich werde euch die einfach mal hier reinschieben, immer noch die Fragen. Welches Messer hattet ihr 2015 am häufigsten dabei? Frage 2. Wenn ihr euch ein Messer bis 100 € kaufen könnt, welches Messer wäre das? Frage 3. Wenn ihr euch ein Messer bis 200 € kaufen könnt, welches Messer wäre dies? Also diese drei Fragen, ja, die bitte ich euch zu beantworten und in die Kommentarliste zu tackern. Und das war's dann auch schon. Dann seid ihr dabei. Ich werde das Giveaway den ganzen Dezembermonat laufen lassen. Ja, am 31.12. Um 0 Uhr zum Jahreswechsel ist dann das Giveaway beendet. Ich werde nicht sofort ein Video machen. Ich habe dann noch Urlaub, werde den auch noch genießen. Und ich denke mal so Mitte Januar, Mitte Ende Januar. Sollte dann so das Video am Start sein, da werde ich dann natürlich ein Ziehungsvideo Das war's dann machen. im Grunde auch schon. Ich finde alles drei sehr, sehr, sehr coole Messer. Die habe ich selber beide. Ja, von denen, vom Sea-Eagle habe ich nur Gutes gehört von all den Leuten, die das haben. Ja, die G10-Variante, Frank, Supracor. Also mach mit, das ist doch was für dich. Ja, das Tarkin, ein Riesenteil. Das Thor für mich ein super EDC-Messer. Hab meins wirklich gerne genutzt. Ja, dann verbleibe ich nur noch mit den besten Wünschen. Ich drücke euch die Daumen und tackert die Antworten in die Kommentarliste. Ja, seit 18 Jahren und dann seid ihr dabei. Und Dirk, vielen Dank nochmal an dich. Klasse, klasse Sache, die Unterstützung. Okay, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.